Rumi hat gesagt, weit jenseits der Vorstellungen von richtig und falsch gibt es einen Ort. Dort werde ich dich treffen. In einer Beziehung könnte man diesen Ort als Akzeptanz bezeichnen? Jemand, der in dem Bereich von richtig und falsch feststeckt, okay und nicht okay, liking and disliking, mögen und nicht mögen, will never know the texture of love. Wird niemals die Beschaffenheit der Liebe kennen. Rumi ist ein Liebender, und so spricht er eine Sprache, in der es kein richtig und falsch gibt. Rumi spricht von einem Ort oder einer Sphäre jenseits von richtig und falsch. Wenn er seine Liebe ausbaut, wenn sie intensiv genug wird, kommt er in gewisser Weise in diesen Bereich oder an diesen Ort, von dem er spricht. Aber für einen Yogi ist das der Bereich, in dem er ist. Manchmal kommt er herunter in den Bereich von richtig und falsch, wenn er sich mit der Welt auseinandersetzen muss. Ansonsten befindet er sich dort. Und Liebe ist nur einer der Wege, um dorthin zu gelangen. Ein süßer Weg. Ein angenehmer Weg. Aber das Problem mit Annehmlichkeit ist, wenn etwas angenehm wird, viele Menschen werden es nie zum Ziel schaffen, wenn die Reise angenehm wird. Das ist bedauerlich. Es ist wunderbar, wenn die Reise angenehm ist. Das ist der beste Weg. Der intelligenteste Weg, um an das Ziel zu kommen, ist, die Reise angenehm und schön zu gestalten. Aber leider werden die meisten Menschen nicht bis ans Ziel gelangen, wenn ihre Reise sehr angenehm wird. Sie werden sich genau dort einnisten in ihrer Annehmlichkeit. Wenn du einmal anfängst, zwischen angenehmen und unangenehmen zu unterscheiden, wie kannst du dann richtig und falsch entkommen? Wenn du einmal anfängst zu wählen, was angenehm, was unangenehm ist, kannst du dem, was richtig ist und was falsch ist, nicht entkommen. Wenn also jemand von einem Bereich oder einem Ort oder einem Land spricht, das jenseits von richtig und falsch ist, dann ist es auch jenseits von Akzeptanz und Widerstand. Es ist jenseits von Akzeptanz und Ablehnung. Akzeptieren und ablehnen kannst du nur, wenn du etwas als gut und schlecht, richtig und falsch identifizierst. Solange du in diesem Bereich bist, wirst du dich an Vorlieben und Abneigungen erfreuen. Wenn du in das hineinversetzt wirst, was du für gut hältst, wirst du das genießen. Wenn du in das hineinversetzt wirst, was du für schlecht hältst, wirst du darunter leiden. In diesem Zustand, das wurde allgemein, hier in dieser Kultur haben wir das einfach als Rajas abgetan. Rajas bedeutet mögen und nicht mögen, angenehmes und unangenehmes, richtig und falsch, all diese Dinge. Dieser Zustand ist sehr wichtig, um die Angelegenheiten der Welt zu regeln. Aber wenn du das innere Reich beherrschen willst, taugt es nichts. Wenn du eine Art Chef, eine Art König in dieser Welt sein willst,
You must know what's right and wrong. Musst du wissen, was richtig und falsch ist. Musst du wissen, was gut und schlecht ist. Wenn du nicht unterscheiden kannst, kannst du diese Welt nicht beherrschen. Aber wenn du ein König in der inneren Welt sein willst, dann wirst du niemals dorthin gelangen, wenn du in diesem richtig und falsch verharrst. Das wird nicht dein Reich sein. Du kannst denken, du kannst empfinden, denn Gedanken und Gefühle gehören hierher. In dem Moment, in dem du denkst, kannst du nicht über richtig und falsch hinausdenken. Du kannst nicht über gut und schlecht hinausdenken. Deine Gedanken und deine Gefühle gehören also dem Bereich von richtig und falsch an. Sobald du darüber hinaus bist und du dich in einem Bereich befindest, in dem es kein richtig und falsch gibt, dann gibt es weder Gedanken noch gibt es Gefühle darin. Oh, ist das Leben öde? Kein Gedanke, kein Gefühl, ist das Leben öde? Nein. Jemand, der die grenzenlose Ekstase des Nichts kennt, für den ist der Geschmack von Gedanken und Gefühlen sehr mickrig. Wer ständig in Gedanken und Gefühlen, in richtig und falsch, in den Dualitäten des Lebens gefangen ist, weil er es nicht besser weiß und nicht weiß, wie er darüber hinaus gelangen soll, der muss das irgendwie feiern. Der muss das preisen. Der muss das zum Höchsten machen. Der größte Teil der Welt, der größte Teil der Menschheit preist ständig an, was gut und was schlecht ist. Gute Eigenschaften, schlechte Eigenschaften, das ist es, was in der Welt geliebt, respektiert und anerkannt wird. Einfach hier sitzen, das ist dumm, taugt nichts. Wenn es kein richtig und falsch mehr gibt, gibt es nicht nur keine Gedanken und Gefühle mehr, sondern auch nicht mehr viel Raum zu handeln. Wenn es zu einer Handlung kommt, dann nur als Antwort auf das, was um einen herum ist. Es ist, das Bedürfnis nach Handlung ist in diesem Menschen vollständig verschwunden. Das Bedürfnis zu lieben oder zu hassen ist in diesem Menschen verschwunden. Versteht es daher nicht so, dass jenseits von richtig und falsch zu sein ein Zustand der Liebe ist? Nein. Es ist weit jenseits von Liebe, um es ganz einfach auszudrücken, um es mit einer sehr korrumpierten Begrifflichkeit zu sagen, können wir das Yoga nennen, wo alles eins geworden ist. Liebe ist nur eine Bemühung, dorthin zu gelangen. Liebe kann eine Rolltreppe sein, aber nicht der erste Stock. Sie ist keine höhere Etage, sie ist nur eine Rolltreppe. Aber manchmal, wenn du in die entgegengesetzte Richtung gehst, kannst du ewig auf einer Rolltreppe sein und nirgendwo hinkommen. Das passiert auf den Flughäfen, dort gibt es sich bewegende Bahnen. Wenn man auf die gegenüberliegende Bahn gerät, kann man ewig laufen und nirgendwo hinkommen. Heute sind die Menschen sehr an dieser Art von Bewegung interessiert. Moment. And that's why. Und deshalb sind Laufbänder so beliebt geworden.
Du kannst ewig gehen, ewig laufen und kommst nirgendwo hin. Es läuft Musik dabei, es läuft Radio, es sagt dir auch, dass du von Sekunde zu Sekunde gesünder wirst. Aber du kommst nirgendwo hin. Ich habe das nicht Liebe genannt, ich nannte das unberührbar. Unberührbar bedeutet entweder, dass du nicht gewillt bist, es zu berühren, oder dass du es nicht berühren kannst. Du bist unfähig, es zu berühren. Es gibt ein Land jenseits von richtig und falsch. Wenn du dieses Land erreichst und dort liegst, werden Menschen, die für Brot leben und sich abmühen, das zu sein, was sie nicht sind, bestrebt sein, ihre Eifersucht mit spöttischem Gerede zu verbergen. Und die Götter werden herabsteigen, um in der Gesellschaft zu sein, in der sie sein wollen. Wenn du dieses Land jenseits von richtig und falsch erreicht hast, musst du dir niemals Sorgen machen, einen Fehler zu begehen oder Falsches zu tun. Sobald du also in diesem Land bist, musst du dir keine Sorgen machen, einen Fehler zu begehen oder Falsches zu tun. Dann lebst du mit schlichter Unbekümmertheit, die für andere Menschen so aussieht, als ob du leichtsinnig wärst. Aber es gibt keine Möglichkeit, einen Fehler zu machen. Warum solltest du also vorsichtig sein?